In diesem Video schauen wir, ob sich die neue SBC von Vanadium lohnt oder nicht. Viel Spaß! Schauen wir zunächst die Werte an. Hier sind besonders stark die Dribbling, Tempo und die Passspielwerte. Außerdem hat Vanadium jeden Wert über 80, was sonst kaum eine andere Karte hat. Eher nicht so gut sind die 3 Sterne Weakfoot und 86 Abschluss. Mit den Werten kann man Vanadium als 6er, 8er oder sogar 10er spielen. Als Chemistry Style würden wir Gladiator empfehlen. Hier werden die Werte Abschluss und alle Defensivwerte nochmal gepusht. Nur die 3 Sterne Weakfoot kann man natürlich nicht verbessern. Daher empfehlen wir Vanadium eher als 8er zu spielen. Um Vanadium abzuschließen, musst du insgesamt 3 Teams eintauschen. Die erste Aufgabe kostet etwa 65.000, wenn du alle Spieler kaufen musst. Hier siehst du ein Beispielteam zum Abgeben. Als Belohnung bekommst du nur noch ein Prime gemischtes Spielerset. Die zweite Aufgabe ist sehr ähnlich und kostet etwa 70.000. Hierfür bekommst du ein Prime Electrum Spielerpack. Bei der letzten Aufgabe musst du einfach nur 11 Spieler abgeben, was uns etwas komisch vorkommt. Hierfür kannst du am besten einfach 11 Bronzespieler aus deinem Verein abgeben. Insgesamt kostet die SBC also etwa 130.000 bis 140.000. Die einzelnen Lösungen findest du in der Infobox. Von den Werten her ähnlich zu Vanadium sind Aouar Tots, Fabinho Tots und Philips Tots. Diese Spieler kosten im Durchschnitt etwa 200.000. Von Position, Liga und Nation ähnlich sind zum Beispiel Ndombele, Henderson und auch wieder Fabinho. Man kann Vanadium also gut mit Fabinho vergleichen. Beide haben ähnliche Werte und den gleichen Verein. Da die Fabinho SBC auch etwa 130.000 gekostet hat, geht der Preis für Vanadium auf jeden Fall in Ordnung. Gut verlinken kannst du Vanadium zum Beispiel mit Van Dijk, Mané und sonst eigentlich allen Liverpool-Spielern. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Vanadiums Werte sind richtig gut und ausgeglichen. Schlechtere Werte kann man mit dem Chemistry Style aufbessern, nur die 3 Sterne Weakfoot bleiben leider. Es gibt ähnliche Spieler auf dem Markt zu kaufen, die sind aber nicht unbedingt günstiger und auch nicht ganz so gut. Außerdem ist es sehr einfach, Vanadium zu verlinken. Für diesen doch eher günstigen Preis sagen wir zu dieser SBC, kann man ruhig mal machen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne Kritik zum Format in die Kommentare und abonniert den Kanal.